Was sind Vorteile des Lohngruppenverfahrens? Auch hier können wir wieder sagen, das Verfahren ist einfach und es ist leicht anwendbar. Wobei wir, ohne dass wir das notieren, uns klar machen müssen, das Verfahren ist dann einfach, wenn das Strukturierungsprinzip da ist. Das heißt, ein solches Verfahren aufzubauen, ist durchaus mit Arbeit verbunden. Aber wenn die Gruppierungen einmal da sind, dann ist die Einordnung eines neuen Arbeitsplatzes in eine spezielle Lohngruppe, die schon vorher ja definiert ist, relativ einfach. Und damit haben wir aber auch gleich den Nachteil, denn der Nachteil ist das Denken in Schubladen. Ja, das Denken in Schubladen, denn diese Lohngruppen sind ja vorgegebene Schubladen. Wir sortieren jetzt einen neuen Arbeitsplatz in eine bestehende, vorher definierte Schublade ein. Und was ist, wenn der weder in die Schublade Nummer 6 noch in die Schublade 7 genau passt? Was machen wir dann? Was macht menschliches Bewusstsein an dieser Stelle? Das wird nicht aufgeteilt. Irgendetwas muss ich mir dann rauspicken. Ja, noch einmal, die Situation ist, Sie haben hier die Schublade Lohngruppe 6, Sie haben die Schublade Lohngruppe 7. Sie haben für Lohngruppe 6 eine Beschreibung, Sie haben für Lohngruppe 7 eine Beschreibung. Jetzt haben Sie einen neuen Arbeitsplatz. Der hat sich jetzt gerade durch neue Anforderungen am Arbeitsplatz hat er sich gerade gebildet. Der hat so ein bisschen was von 6 und der hat so ein bisschen was von 7. Der ist irgendwie nicht Fisch und nicht Fleisch. Was machen Sie jetzt? Ja. Hier wird also vorgeschlagen, um das mal eben zu übersetzen, eine neue Lohngruppe aufzumachen. Machen Sie das? Ich sage es Ihnen, Sie machen es nicht. Menschliches Bewusstsein macht das nicht. Sondern das Ding wird jetzt in eine der beiden Schubladen einsortiert. So funktioniert menschliches Bewusstsein. Ja. Also das ist das Denken in Schubladen.